Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Wir sind bei dem Häuschen, wie versprochen, ich bin hier offscreen hingelaufen und werden jetzt mal schauen, was der Schlüssel denn so öffnet. Hier vorne drin waren wir ja schon, hier. Aber wir hatten ja hier noch eine verschlossene Tür. Notizen aus der Hütte eines Magiers. Ausschnitt aus einem Manifest über die Rechte von Magiern. Die Seite ist abgegriffen und zerknittert, als sei sie oft gelesen worden. Andraste erfuhr Leid durch die Magister und fürchtete deshalb den Einfluss der Magie. Aber wenn der Erbauer die Magie die Schuld an den Taten der Magister in der schwarzen Stadt gab, warum sollte er sie uns dann weiterhin zum Geschenk machen? Die Unterdrückung der Magier entstammt den Ängsten der Menschen, nicht dem Willen des Erbauers. Darunter einige persönliche Gedanken notiert. Die Ängste der Menschen? Wenn sie Abstand halten, gibt es keine Ängste. Dieser Ort ist abgelegen genug. Es ist seltsam, wenn im Nebenraum niemand spricht. Wenn kein Auge einen beobachtet. Manchmal vermisse ich es. Aber wenn das nicht der Wille des Erbauers war, dann vielleicht das hier. Wir haben einen Stufenaufstieg. Wir sind jetzt schon Stufe 11. Mächtiges Angriffselixier. Wir sollten diesen Ort möglichst schnell wieder verlassen. Was hat er hier gemacht? Also so soll das natürlich nicht laufen, ne? Einfach andere Menschen ummetzeln. So, eine Sache fehlt uns hier noch. Und zwar der Riss bei den Fellen. Da müssen wir jetzt tatsächlich noch eine ganze Ecke laufen. Ich will jetzt nicht schon wieder auf Selbstmordkommando hier runterrutschen. Ah, ein Bär. Ich ihn einfach dreimal nicht getroffen habe mit dem Knaufschlag. Ich finde aber Anvisieren teilweise nicht so cool als Nahkämpfer. Als Fernkämpfer ja, aber als Nahkämpfer irgendwie nicht so. Na, mal sehen. Ja, die Wege sind hier etwas experimentell, die ich gehe. Wir müssen jetzt zum Fluss und dann dem Fluss eigentlich nur folgen. Beantwortet mir eine Frage, Sarah. Woran denkt ihr, wenn ich Dämon sage? An Pfeile. Gut. Und bei Magister? Pfeile. Das ist zwar nicht hilfreich, aber angesichts unserer Geschichte doch zumindest akzeptabel. Taumaturgie? Was? Magische Bestrebungen, nutzbringende Wunder. Ah... Anpfeile. Die Befragung war wohl nicht so in dem Sinne, wie sich Dorian das erhofft hat. So, jetzt sind wir am Fluss und dem folgen wir jetzt einfach mal. An den Flüssen treiben sich viele Bären rum. So auch hier. Ein Problem weniger. Ja, ein Problem weniger. Kommt da schon der nächste Bär? Ja. So komisch, dass der Knaufschlag einfach nicht funktioniert. Und ich dauernd daneben haue. Bärenklauen. Bindekraut lasse ich jetzt mal stehen.
Da hinten läuft schon wieder ein Bär rum. Vielleicht können wir dem hier ein bisschen ausweichen. Was seid ihr eigentlich? Ein Tusket oder Tusket? Sind friedlich. Also kann man die gut in Ruhe lassen. Ich wusste es. Hier irgendwo war ein Steinbruch. Und hier ist er auch. Deswegen habe ich gerade die ganze Zeit so nach links geschielt, weil ich wusste, dass hier irgendwo ein Steinbruch rumlungert. Und wir haben ihn gefunden. Wir sind wieder in einer Höhle mit Spinnen. Alle Regionen der Küste haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Die Höhle wird ein bisschen nervig. Weil die Gegner hier so schnell nass vor. Aber jetzt sehen wir erstmal dort hinten den Riss. Ein Okularum und Blutlotus. Und ein Gerät für Solus. Nur Schem. Okay, nehme ich. Und noch was für Magier. Also hier in der Höhle gibt es noch einiges zu tun. So, mein lieber Dorian. Du kannst mal... Da kann er nicht bannen. Da könnte er bannen. Nee, dann möchte ich lieber versuchen, die beiden hier zu bannen. So. Erstmal den Block wieder vollständig aufbauen. Ja, ich wusste es. Da hinten ist ein Eisdingsbums. Heißen Sie einen Dämon der Verzweiflung? Ja. Verzweiflung ist weg. Schemen scheinen auch weg zu sein und Riss ist geschlossen. Ich habe fast 1000 Erfahrungspunkte. Und Risse bei den Fällen haben wir jetzt auch abgeschlossen. Hier ist noch was zum Plündern. Rostige Lumpen, also für die Dingserforschung. Fereldische Speerhaube. Und die Lyriumfälle sind so laut. Also, da, da und eine liegt noch. Da hinten. Die Lyriumfälle. Oh nein, ich wollte hier nicht gucken. Sind hier. Das sind die. Die sind zu laut. Aber irgendwie finde ich, sind Wasserfälle generell Sehenswürdigkeiten an der Küste. Auch eine, glaube ich, können wir noch nicht entdecken. Sind generell super laut. Scherbe. Schwarzlotus. Tiefenpilz. Hier vorne ist auch nochmal Schwarzlotus und Blutlotus. Dann brauchen wir mal den Dorian. Da hinten liegt noch eine Scherbe.
Ihr seht plötzlich, wie viele Gegner das sind. Ja, wenn zwei Leute verhöhnen, dann weiß der arme Gegner gar nicht, wen er angreifen soll. Deswegen nehme ich halt meist keinen zweiten Krieger mit. Meistens, also ab und zu schon, wenn man bei gewissen Kämpfen finde ich ganz nützlich. So, jetzt müssen wir hier mal erstmal aufräumen. Riesenspinnendrüse, Spindelkraut. Dorian hat noch die Fackel in der Hand, perfekt. Hier ist Prophetinnen-Lorbeer. Kann man. Also, der sollte man wirklich alles einsammeln, was man an Prophetinnen-Lorbeer findet. Da läuft irgendwo noch eine Spinne rum, das ist mir gerade egal. Hier ist nochmal Prophetinnen-Lorbeer. Schwarzlotus. Die Spinne lassen wir Spinne sein. Da ist die Rune. Blitzrune erhalten. Okay. Dann fehlt uns nur noch die Scherbe, ne? Und dann haben wir hier alle Scherben auch abgeschlossen. Und müssten damit mit der Sturmkiste, soweit es geht, fertig sein. Ich glaube nämlich, dass die letzte Sehenswürdigkeit auch hier drin war. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich würde einmal nachgucken. Nicht, dass wir jetzt hier weggehen und dann ist doch das hier irgendwo. Also ganz kurzer Schnitt, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe recht, ich habe mich nicht geirrt. Also sind wir soweit mit der Sturmküste durch und können jetzt einmal zurück nach Haven. Ne, da sind die Hinterlande. Nach Haven wollen wir. Und dann würde ich einmal zum Kartentisch gehen und gucken, was es dort gibt. Hauptquest möchte ich tatsächlich erst machen, wenn alle Begleiter auf Stufe 11 sind. Wenn dann. Das heißt, wir werden vorher noch ein anderes Gebiet besuchen gehen. Weil ich einfach gerne das Level dafür haben möchte, weil es dann einfacher ist. In der Hauptquest. Wir würden jetzt auch so keine Schwierigkeiten haben, aber es ist halt, man kommt ein bisschen flüssiger durch und ich werde jetzt nur noch eine Folge aufnehmen und die Hauptquest will ich am Stück aufnehmen gerne. Deswegen lohnt sich das für mich nicht. Gerade. Wir können mal wieder hier, ne? Sachen für die Kreaturenforschung abgeben. Ich werde diese Verletzungsberichte Forscherin Minette. Das war falsch. Ich werde dem Apotheker unverzüglich mitteilen, was ihr benötigt. Vielen Dank. Danke. So, gegeben. 400 Erfahrungspunkte. Einfluss haben wir wieder genügend bekommen. Und gucken mal, was hier... Ich weiß gar nicht, ob wir Aufträge am Laufen hatten. Ob wir die schon abgeschlossen haben. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ah ja, doch. Also, wir haben die oberste Klerikerin Iona. Um uns vor möglichen Schwierigkeiten zu warnen. So.
Also, ich hatte ein äußerst ergiebiges Treffen mit der ehrwürdigen Mutter Anastasia, die selbst kein Verlangen nach dem Sonnenthron hegt, aber auch nicht will, dass die oberste Klerikerin Iona ihn besteigt. Sie stammen beide aus Nevarra, weshalb ich denke, dass zwischen ihnen böses Blut herrscht. Jedenfalls waren ein paar Gefälligkeiten ausreichend, um Anastasia die Macht zu geben, Iona äußerst überzeugend in ihre Schranken zu weisen. Die Angelegenheit wird als erledigt erachtet und die ehrwürdige Mutter hat uns als Zeichen der Anerkennung einige Geschenke zukommen lassen. Einfluss 30. Dann gehen wir mal zur nächsten. Farrenfalls Schanze erkunden. Das Ablenkungsmanöver durch die Speer der Inquisition hat es den Sturmbullen ermöglicht, Farrenfalls Schanze zu betreten. Der Ort ist größtenteils verlassen, aber es gibt deutliche Hinweise darauf, dass sich die Templer einer weitaus größeren Streitmacht angeschlossen haben. Wir fanden eine veredelte Form von Lyrium und eine Vielzahl toter Templer. Ihre Wunden, nach zu urteilen, wurden sie getötet, nachdem sie erkrankt waren. Wir fanden außerdem Spuren dämonischer Aktivität, obwohl dort keine Risse waren. Dieser Ort war das Zuhause irgendeiner mächtigen bösen Kreatur, die den Spuren der Gewalt in der Schanze nach zu urteilen ebenfalls geflohen ist, als die Hauptstreitmacht der Templer abrückte. Einfluss 20, rotes Lyrium und ein Amulett der Macht. Eine Anfrage aus Hasmal beantworten. Kommandant Kallen, eure Männer sind heute Morgen eingetroffen. Es ist gut zu sehen, dass die Inquisition den Templern noch immer vertraut. Sobald wir die Stabilität des Zirkels von Hasmal sichergestellt und dafür gesorgt haben, dass keine gefährlichen Artefakte in die Hände argloser Plünderer fallen, werden wir uns anschließen, Kommandant Bryson. Wieder Einfluss. Dann haben wir ja noch ein Angebot von Hessarians Klingen. Und mehr nicht. Sehe ich gerade. Ja, dann nehmen wir das doch mal an. Euer Gnaden, Hessarians Klingen haben an der Küste Vorräte eingelagert. Betrachtet sie als die euren. Unser ehemaliger Anführer hat unsere Bestände deutlich erhöht, obschon einige seiner Methoden als gemeinhin unehrenwert galten. Ivor von den Klingen. Wir könnten die Ressourcen gebrauchen. Unsere Soldaten übernehmen den Transport. Sie arbeiten für euch. Lasst ihnen ihre Vorräte. Wir wissen wenig über diese Leute. Vielleicht haben sie ja nützliche Informationen für uns. Ich glaube, ich bin diesmal für die Informationen. Dann wollen wir doch mal sehen. Und lass das Liliana machen. Und dann werden wir jetzt mal die nächsten Gebiete freischalten. Wir haben 54 Macht. Soldaten retten, die in Ferelden verschollen sind. Soldaten der Inquisition werden in den Marschen im Süden von Ferelden vermisst. Da weite Teile der Region nicht kartografiert sind, wird es schwierig werden, die Soldaten zu finden. Die Berater der Inquisition sind allerdings entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen und die Männer, wenn möglich, zu retten. Schickt meine Leute. Ein paar Speer sind schneller als eine große Truppe. Nee, Josie will ich nicht. Wir nehmen mal Liliana. Soldaten retten, die in Ferelden verschollen sind. Die verschollenen Soldaten wurden in einem Moor namens Fallbruch gefunden. Sie werden dort von Avar als Geisel gehalten. Dem Tausch für das Leben der Gefangenen eine Unterredung mit dem Herold Andrastes fordern. Bericht annehmen. Wir wollen noch nicht in den Fallbruch ziehen. Und ein weiteres Gebiet werden wir freischalten. Die Scherben untersuchen. Schwester Liliana, die Scherben, die der Herold Andrastes gefunden hat, sind mit nichts zu vergleichen, das ich bis dato gesehen habe. Obschon sie antiken Ursprungs sind, wurden bis heute nicht viele von ihnen geborgen. Offenbar hat die Bresche die alte Magie gestört, die sie vor neugierigen Augen geschützt hatte. Ich habe von einer Schriftrolle gehört, in der die Scherben Erwähnung finden. Sie gehörte einst dem Turm des Zirkels in Markheim. Nach dem Fall des Zirkels hat die Sorel-Familie allerdings viele seiner Schätze als Kompensation für die Spenden einbehalten, die sie geleistet hatte. Nachdem ihr Magieberater, magiebegabter Sohn in den Turm gebracht worden war,
Nun möchte die Familie die Schriftrolle und alles andere im Rahmen einer privaten Auktion versteigern. Zauberer Renaud, hast dich hingekritzelt. Josie, falls diese alte Magie mit der Bresche verknüpft ist oder uns einen Vorteil gegen sie verschaffen kann, müssen wir es wissen. Könnt ihr uns in dieser Auktion einschleusen? Einige geschickt gestreute Gerüchte müssten einen Bieterkrieg auf andere Gegenstände auslösen und uns bliebe die Schriftrolle. Schwester Leyana, dank unserer Frau Botschafterin konnte ich die Schriftrolle untersuchen. Der Verweis ist vage, impliziert aber eine Verbindung zu einem vermutlich elfischen Tempel. Ich habe diese Spur verfolgt und glaube, in einer Oase in den Westgraten einen entsprechenden Tempel gefunden zu haben. Was sich in diesem Tempel verbirgt, vermag ich jedoch nicht sagen. Die Berichte über diesen Ort sind lückenhaft, da einige Seiten fehlen. Zu fehlen scheinen. Ich müsste erst eine verlässliche Quelle finden. Vielleicht können mir unsere Soldaten dabei behilflich sein. Zauberer Renaud. Nein, wir wollen noch nicht in die verbotene Oase. Ich glaube, so hieß sie. Sondern ich werde mich jetzt einmal ums Inventar kümmern. Offscreen. Und in der nächsten Folge überlegen wir dann, wo wir hingehen. Entweder zur Oase oder in den Fallbruch, also ins Moor. Ich kann euch schon mal verraten, ich hasse den Fallbruch. Aber den müssen wir ja irgendwann auch machen, ne? Also vielleicht machen wir den zuerst. Wir schauen einfach mal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.